Du bist also Fenimore. Ich bin sehr dankbar für die Einladung. Das wirst du zu beweisen haben. Du wirst hier einem Herrn Olim und einem Herrn Severin begegnen. Herr Olim ist der Besitzer des Schlosses, dem ich die Wirtschaft führe. Ich, Frau von Luber, einem Herrn Olim. Herr Severin ist krank und wird in einem Rollstuhl gefahren. Lenke deine Blicke auf Olim. Du wirst sehen, wie er sich in der Sorge um seinen Freund Severin wie um das eigene Leben martert. Dabei bedient er einen für jedes Opfer unempfänglichen Klotz. Je mehr sich Olim anstrengt, umso mürrischer quittiert sein Severin. Verstehst du deine Rolle hier? Behalte deinen kühlen Kopf. Entlocke Olim auf eine Weise, die das Maß der Zärtlichkeit bestimmen soll, das Geheimnis dieses Schlosses. Das muss man kennen. Dann setzt man die Daumen an und presst die Kehle, bis Gnade geseufzt wird. Natürlich alles zu Herrn Olims Besten, damit er die drückenden Sorgen los wird. Beherrschst du ein Instrument? Ich spiele Harfe. Prächtig. Sein Gram lässt sich mindern, wenn wir ihm Musik vorspielen. Ist keiner hier, der Töne zum Erklingen bringt? Meine Nichte Fenimore. Im Schloss? Sie traf vor 10 Minuten ein. Und spielt? Die Harfe. Die Harfe. Köstlich. Ein kleines Fest. Aus großem Anlass. Die Wunde heilte. Es soll vom Besten getafelt werden. Thank you.